Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen rumgewildert. Hier war Daidalos Festung, da ist noch eine Waffenkammer, da war ich noch nicht drin, sehe ich gerade. Hier sind aber noch ein paar Dinge zu tun. Wie man sieht, haben wir wieder ein bisschen Kopfgeld gehabt. Da hinten war ich auch noch nicht. Ja, ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich habe mich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal. Ich kipp das mal um. Ich mache daraus mal ein athenisches Gebiet und dann können wir dann nachher weiter räubern. Ja, und ich bin da schon mal hingeritten. Ich habe da was vorbereitet. Hier muss wohl irgendwo der Acker sein, wo der Kampf gleich losgeht. Alles mit. So, ich bin inzwischen auf Level 43. Meine Rüstung habe ich jetzt noch nicht hochgelevelt. Das mache ich dann nachher. So, reden. Adlermann, du kommst gerade recht. Eine Schlacht steht bevor und wir könnten einen Söldner deines Formats brauchen, um spartanisches Land zu erobern. Oha. Ich kämpfe für Athen. Ich bin ein Verräter. Nein, ich bin ein Söldner. Schicken wir die Spartaner zu Hades. Ich kämpfe für den, der mir am meisten zahlt. Das ist diese Moral, die dieser Sonne oder diese Figur vertritt. Ich nicht, aber was soll's. Ja, für Rom. Weg. Weg. Oh, Arschloch. Warum nimmst du nicht den hier? Der hatte doch schon so wenig. Ich finde keinen Hauptmann zum Töten. Nein, das ist ja ein ein Athener. Ah, das kommt davon, wenn man mal für die andere Seite gekämpft hat. Oh, hier. Da, ich habe einen gesehen. Warte. Ah, nun lauf doch dahin! Wo bin ich? Da bin ich. So, warte. Oh, das hätte ich nutzen sollen. Weg, hinter mir! Scheiße! Ach Mensch, ich hab mir vergessen. Da hackt er nochmal. Nervst. Sieht nicht gut aus. Oder wenn uns drauf anlegt. Ah, der ist weg. Mann, ich sehe gar nicht mehr durch hier. Wo ist denn jetzt welche? Jetzt habe ich mich verdrückt. Warum? Spring hinterher! Also ein Getrümmel ist natürlich scheiße. Das sieht schlecht aus. Ich finde wieder keine... ich finde hier gar keine Kommandeure. Da ist einer. Weg. Ach, Scheiße. Das schaffe ich nicht. Ich hab dich gesehen! Oh.
Weg! 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 Nicht den! Schaffe ich nicht mehr. Guck doch mal, was er hier macht. Oh, ich drück die ganze Zeit auf diese scheiß Sprungtaste. Nee, schaffe ich nicht. Spring, lauf! Das ist, weil man die Hauptmänner hier auch nicht angezeigt bekommt. Verloren. Drei Hauptmänner und 21 Soldaten und das reicht nicht. Ich kann ja jetzt nicht... Kann ich das nochmal... Oh, na das ist jetzt aber dann unfair. Ich möchte das wiederholen. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Oh, fickt euch. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber da kann ich nur sagen, fickt euch. Oh. Was soll ich denn da noch anders machen? Mehr wie kämpfen kann ich nicht. Und wie gesagt, die Hauptmänner bekommt man ja nicht angezeigt. Ich kann ja nicht da den Ikaros starten, um da irgendwelche Leute zu suchen. Da hat man gar nicht die Gelegenheit für. Und ich mag es eben nicht, wenn die Sachen vom Zufall abhängig sind. Jetzt auch wieder zweimal auf diesen scheiß Y-Knopf gedrückt. Ich bin enttäuscht. Von mir. Ist denn da jetzt was? Nein. Schade. Aber wir haben wenigstens ordentlich Inventar gekriegt. Denke ich mal. Machen wir die kaputt. Haben wir hier noch was? Ach, das war alles. Na toll. So, was machen wir als nächstes? Gehe ich in die olle Höhle. Die gucke ich mir jetzt an. Die Festung wird natürlich wieder voll besetzt sein, so wie sich das gehört. Dann die aggressiven Schweine, die mich nerven. Und was ich am schlimmsten und am dümmsten finde, ist, dass dann immer wieder irgendwelche Leute zu den Waffen greifen und mitmischen. Hier ist ja nichts los. Interessant. Hier ist ein Hauptmann. Ach, nun mach doch mal den weg. Hallo, Spiel, danke. Nach da oben will ich. Nee, wo ist denn jetzt der Alarm hier? Oh, hier kann ich looten. Dachte ich. Ist hier kein Alarm? Hier war doch vorhin ein Alarm. Nö. Was ist denn nun los? Master. Komm, Drache. Ey, ich kann sonst von 30 Kilometer Höhe einen Angriff machen. Und jetzt geht's nicht. Verstehe ich nicht. Oh, da sind ja doch mehr. Warum zeigt Ikaros diese Leute nicht an? Wie viel sind denn hier noch? Das haut überhaupt nicht hin. Mit einem Söldner habe ich übrigens auch gekämpft.
Ne, warum kann ich den nicht angreifen? Ich kann sonst auch 3 Meter springen. Halt! Den nehmen wir mit. Oh! Das ist doch zum Heulen. Spring runter! So, jetzt aber. Tot! Oh! Ich komme wie ein Blitz über dich! Reisebeschränkung? Ja, sprich mit der Hebamme. Okay. Ich wollte aber in diese olle Waffenkammer. Wo finde ich denn den Eingang dazu? Das sollte eine Höhle sein. Hier ist ein Pferd. Ah. Da geht's nicht weiter. Das nehmen wir natürlich gern. Das kann man wieder schön kaputt machen. Da hinten ist die Höhle. Warte mal, warte mal. Da soll ein Eingang sein. Da soll der Eingang sein, okay. Ach, wisst ihr was? So, und nu? Da unten oder was? Oh, willst du mich verarschen? Ist das da auf der anderen Seite? Hier wird mir ein Eingang angezeigt. Und wo ist der, bitteschön? Oh. Geh runter. Hier ist kein Eingang. Hier ist auch kein Eingang. Hier ist noch ein Schätzchen. Hier war der Staatsschatz. Was ist denn das für ein Quark? Ach, hier in der Ecke. Ach, hier seid ihr doof. Soll ich das finden? Ich hab die Brille auf. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Leute sind. Werden wir denn schon merken, Befehlshaber ausschalten? Hier soll ein Befehlshaber sein. Ach, der da. Stehst du auf? Danke. Also er hat die Waffe schon weggesteckt und dann gibt es noch eine Gedenksekunde oder 2 Gedenksekunden, bevor denn die Figur überhaupt erst wieder auf eine Steuereingabe reagiert. Ja. Nur mal so zur Info. Und das nervt mich halt ein bisschen. Das habe ich, ich habe das bei Origins auch geschimpft, aber so extrem habe ich das nicht in Erinnerung. Vielleicht ist es auch besser, solche Spiele wirklich nicht zum Release zu kaufen, aber ich wollte unbedingt, mir hat ja Origins so sehr viel Spaß gemacht, das gebe ich ja zu. So. Oh, wir haben sie schon wieder ein bisschen geschwächt. Da ist wieder so ein blöder Söldner. Der Haifisch hat Zähne. So, wir werden uns jetzt erstmal hier um die ganzen Quests kümmern. Zum Schmied gehe ich nachher in der Pause. Das ist hier nicht so interessant. Das muss ich auch nicht immer zeigen. Das mache ich in der Pause. So. Guck mal. Und deswegen hat man immer ordentlich Zeug. Na gut, hier finde ich jetzt nur Geld. Aber manchmal findet man auch Dinge. Oder manchmal. Man findet auch Dinge. So, nicht nur manchmal. Jetzt springt er hier wieder nicht rüber. Jetzt springt er da oben hoch. Da wollte ich nicht hin. Also ich wollte eigentlich nur auf diese Mauer, aber ich habe dazu A gedrückt. Das ist ja dieser Parkourlauf nach oben. Den Knöppel nach vorn und A drücken. So kenne ich das jedenfalls. Noch. Von damals. Ich glaube, in Unity wurde das eingeführt. Das erste Assassin's Creed war, was ich überhaupt durchgespielt habe. Ich schäme mich gar nicht. Y. Ich biete dir ein gutes Geschäft an. Wenn du daran interessiert bist. Na, was denn? Wo du Drachmen verdienst und ich Drachmen verdiene? Diese Art Partnerschaft? Ganz genau. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. An was genau hast du gedacht? Ich mache Bögen aus seltenen Materialien. Ich wurde beauftragt, einen aus hochwertigen Fangzähnen zu fertigen. Je einer von einem Luchs, einer Löwin und einem Hai.
Ich könnte dir auch einen fertigen, wenn du mir hilfst. Ich besorge dir die Zähne, wenn du mir sagst, wo ich sie finde. Aber Haie haben keine Fangzähne. Das ist Wortklauberei. Fangzahnbogen klingt einfach besser. So. Nun, du hattest noch Fragen? Wenn du einen Luchszahn willst, sag mir, wo ich hin soll. Natürlich. Luchse leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Ich hab doch schon 30.000 davon gejagt. Eine Löwin. Auf Kreta. Wie der Zufall es will, wird eine für einen reichen Mann auf der Straße von Phaistos zur Stadt Gortin transportiert. Wo finde ich in dieser Gegend Haie? Vielleicht hast du schon mal vom Ozean gehört? Nein. Die Oktopusbucht. In der Oktopusbucht, da wimmelt es von den Viechern. Okay. Nicht von Oktopussen? Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. So, nun los jetzt hier. Oh, ich brauche... ich brauche nur... Warte mal, jetzt gucken wir erstmal auf der Map nach. Hier, der Haife, empfohlene Stufe, der Waffenschmied war anspruchsvoll. Ein Luchsfangzahn und ein Haizahn. Beschafft einen Luchsfangzahn und einen Haizahn. Ich verstehe die Quest jetzt hier nicht. Verbessert den Speer der Haifischer Zähne. Oder habe ich das doch alles? Wartet mal. Ich soll ja zu ihm zurück. Ich habe ja gejagt, wie verrückt. Jetzt lädt es. Schon vergessen, wo du nach den Tieren mit den scharfen Zähnen suchen sollst? Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Sonst hat man immer irgendwelche Tipps gekriegt, wo man das... Wo ist denn die Oktopusbucht? Wollt ihr mich veralbern? Schiffsdock. Kleinägypten. Ja, hier haben wir noch einen... Wir haben noch aus Versehen... Ich hab das andere war so ein Kosmonaut. weißt du was? Ich kritisiere das jetzt an dieser Quest hier, nicht am Inventar. Ich habe ja diese jetzt hier ausgewählt. Ich bekomme Tipps, wo ich das finden soll, aber die sieht man ja hier nicht, Entschuldigung, auf der Karte. Klar, ich kann jetzt sagen, irgendwo war Zeus Dinger, Bums, Zeus Kinderstube, da kann ich hin, da kriege ich das, aber wo ist die Oktopusbucht? Hier wird mir nichts angezeigt mit Oktopusbucht. Ja, da ist wieder ein Ort. Super. Tja. Da steht Oktopusbucht. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Das soll hier sein. Da ist unser Schiff. Hier ist noch so eine Quest. Die ist mir viel wichtiger. Da will ich hin. Da kriegt man diese anderen, dieses Oreilchikum-Dings da. Bums da. Ich habe auch nichts zu trinken hier. Ich will mal trinken. Ich muss noch Schiffe jagen. Dann habe ich noch eine andere Quest. Vielleicht schaffe ich das ja. Irgendwann mal. Irgendwann. Mann, oh Mann. Ich habe mir mal den Lüfter angemacht. Ich habe gar keine Heizung an. Trotzdem warm. War klar. Und jetzt kann man auch nicht runtergehen, jetzt bleibt man oben hocken. Ich fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist geschehen? Die verfluchten Banditen haben meinen Papyrus gestohlen. Hast du eine Ahnung, wie teuer er ist? Mehr kann ich mir nicht leisten. Und die Wachen tun absolut nichts. Ja, die Wachen. Und du hoffst, dass ich alle Banditen umbringe? Ja. Ganz recht. Sie alle müssen sterben. Ich helfe. Bei Apollon. Vielen Dank. Chere. Weg. Ich muss Banditen jagen. Bin wichtig, puppig dich. Reiklon, ja, lass mich, leck mich. Offline mache ich so eine kleine Sachen ja noch, aber da oben ist schon das Lager.
da ist ein Stock. Mein Stock. So, meine Stock. Ich brauche noch ganz viele Stocker. Ich muss das Schiff verbessern. Ich brauche Tempel, wo ich Dinger kriege. So, Ikaros. Walte deines Amtes. Das war alles? Okay. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, das wäre vom Vorteil und deswegen wären wir jetzt... Ich hoffe, es reicht. Es reicht nicht. Der ist 39. Die sind alle so. Will mich da jemand verschaukeln? Das ist schon wieder so ein Mörderschwein. Oh, die mischen sich auch ein. Man ist hier mitten im Kampf und dann kommt da so ein dummes Schwein. Oh. Den Attentatsding, den habe ich geskillt. Hm. Das sehe ich mir mal an. Ja, das ist eine gute Idee. Das tu mal. Komm mal her. So, das haben wir erledigt. Will mich jemand verschaukeln oder was? Ja. Kommt der hierher? War was? Nö, ne? Warum so rum sitzt du? Gut. Ich fühle mich schon reicher. So. Mir jetzt hat es zwar von dem Zeug was gekostet, aber hey. Das war mal ein bisschen entspannend. Achso, kam kein Dings. Tuto A, Vikonestin. Ja, der Tuto A. Der Tuto A. Ja. Soll ich denn jetzt zu ihr zurück? Ja, war das denn jetzt hier alles? Da binkt noch was. Wo binkt was? Wurde was gebinkt? Da? Ah. Ich übersah. Guck mal, hier ist eine Brücke. Das Pferd lohnt sich in den Orten überhaupt nicht. Das ist, man, gefühlt ist es langsamer, als wenn man läuft. Und das ist dann auch ein bisschen störend und bleibt dann überall hängen und... Rennt alle um, dann kann ich auch gleich ihn nehmen, ja, und selber gehen. So, tue ich was für seine Condition. Air Condition. Der war flach und flach kann ich gut. Also Flachwitze. So, Frau, wo bist du denn nun? Oh, Mörderhuhn. Oh. Hallo, Frau, ich bin wieder da. Jetzt. Du bist zurück? Ja. Sind sie alle tot? Ja. Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Dich zu treffen war ein Geschenk der Götter. Nimm dies für deine Mühen. Oh, danke. Ein Tag wie jeder andere. Ja, das stimmt. Da seht ihr, Oreichum Erz. Ich habe mir zwar noch nie groß was dafür gekauft, nur Blödsinn, aber wir haben es geschafft, wir haben es gemacht. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Hier ist jetzt kein Schmied, das macht aber nichts. Da werde ich eine Schnellreise hinmachen. Oder ich werde erstmal die Haie jagen, das ist ja auch nicht so interessant. Behaupte ich mal. Wo ist mein Schiff? 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 Da. Da würde ich sagen. Oh, es lädt sich wieder auf. Das ist schön. Also mein Adrenalin. Ich glaube, das war das Geräusch eben, ne? Das kenne ich. Ich wunderte mich manchmal schon. Nein, ich klaue nicht. Manchmal jedenfalls. Hallo, Freunde. Ich bin wieder zurück. Oh, was ist das hier? Oktopusbucht. Aber wirklich... Ups. Hallo, Barnabas. Segel klar machen. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. In der nächsten Folge, ne? Mache ich was anderes. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich ein paar Haie gejagt kriege. In der Oktopusbucht. Da ist schon einer. Gut.
Werden wir die mal markieren? Hier, das sind keine Haie. Die sind selten an Land. Also das ist eine Tatsache. Gut, dann bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, Wende, 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 Wende. Ja, gut. Tschüss.